Die folgenden Beispiele stellen die Umkehrung des eben dargestellten Verfahrens dar. Das heißt also, ich soll zurückführen aus dieser Summe in einem Logarithmus geschrieben den Ausdruck, der sich dann in der Weise darstellen würde als 3 mal Logarithmus von x zur Basis b, würde also heißen Logarithmus von x hoch 3 zur Basis b plus Logarithmus von y hoch 2 zur Basis b und jetzt im Anschluss diese Summe noch in einen Logarithmus zusammengefasst, würde also bedeuten, der Logarithmus von x hoch 3 mal y hoch 2 zur Basis b. Auch im nächsten Beispiel finden wir eine Summe vor, die deren einzelnen Summanden wieder in Exponenten bzw. Wurzelschreibweisen dargestellt werden können. Das würde also bedeuten, Logarithmus von a zur Basis b mal e heißt also Logarithmus von a hoch e zur Basis b plus Logarithmus von c hoch 1/2 zur Basis b ist gleich. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man nicht gleich zwei Schritte in einem zusammenfasst. Einmal diese Summe als Produkt dargestellt, wie im obigen Beispiel, und natürlich hier diese c hoch 1/2 noch als Wurzel dargestellt, würde dann also insgesamt heißen Logarithmus von a hoch 3 mal Wurzel aus c und das zur Basis b. Folgen dann auch keine weiteren Ausdrücke, kann man das so stehen lassen. Ansonsten ist auch zur Sicherheit zu empfehlen, mal eine Klammer zu setzen, wenn wir hier noch weitere Produkte beispielsweise einfügen würden. In diesem Fall finden wir ebenfalls beides vor. Wir können also schreiben Logarithmus von r hoch 2 Drittel dividiert durch Logarithmus von, ich korrigiere meine Schreibweise, Logarithmus von s hoch 3 halbe, in beiden Fällen zur Basis b. Und wir können natürlich an dieser Stelle auch gleich schreiben, Logarithmus von r hoch 2 Drittel durch s hoch 3 halbe. In diesem Beispiel finden wir den dekadischen Logarithmus. Das heißt also, wir können auf das Schreiben der Basis b verzichten. Und das heißt in diesem Falle also einfach der Logarithmus von 150 mal 2 dividiert durch 3. Ich erkläre es nochmal. Diese Summe müssen wir als ein Produkt formulieren und diese Differenz als einen Quotienten, um es in einen gemeinsamen Logarithmus schreiben zu können. Ähnlich stellt sich das im folgenden Beispiel dar. Es ist der Logarithmus von 60 dividiert durch 2 mal 3 zu schreiben. Nun, unsere Kopfrechenarbeit leistet, dass wir auch dafür schreiben können, 60 durch 6 gleich LG 10. Und da wissen wir ja aus schon dargestellten Beispielen, dass das dann gleich 1 ist. Und zur letzten Aufgabe in diesem Komplex. Wir haben hier wieder eine Summe aus Logarithmen, in denen hier diverse Brüche vorkommen, aber, und ein großes Ausrufezeichen wäre an dieser Stelle zu machen, wir finden hier den dekadischen Logarithmus und hier einen Logarithmus mit einer Basis 2. Das bedeutet also, wir können nicht so ohne weiteres wie in dem darüberstehenden Beispiel alles in einen Logarithmus zusammenfassen, sondern wir müssten dann schon sagen, der Logarithmus von 10 bleibt natürlich bestehen. Später formen wir das natürlich noch als, oder stellen wir diesen Logarithmus noch als eine 1 dar und schreiben dann dazu plus Logarithmus von 3 Fünftel mal 1 Drittel zur Basis 2. Und jetzt können wir ausrechnen, Logarithmus von 10 zur Basis 10 ist natürlich 1.
In diesem Produkt sehen wir Zähler und Nenner dieser beiden Brüche, lassen sich kürzen. Wäre dann also ein Fünftel, also plus Logarithmus von einem Fünftel zur Basis 2.